Hi. So, ist das ein Subaru? Ein Subaru? Ne, das war ein Mercedes. Hat mir irgendwie so boxermäßig angehört. Okay. Hi. So, heute machen wir das Frage-Antwort-Video. Und diesmal halte ich gerade nicht die Kamera, sondern meine Freundin Sarah. Hallo. Und das ist übrigens das erste Mal, dass die Cookie sieht. Unser Plan ist jetzt gerade in die Stadt zu fahren. Dem kann die Bewegung auch nicht schaden. Tada! Du? Tatsächlich ist es das erste Mal, dass ich so ein Auto sehe, was halt so klein ist. Kleiner als ich, wenn man mal so überlegt. Haut hin. Ja, also wenn ihr euch jetzt wundert, warum der Wagen gerade so dreckig ist, er stand die letzten paar Monate in der Werkstatt draußen. Bei Regen, Schnee und sämtlichem Wetter. Und als ich ihn abgeholt habe, ist er beim ersten Mal direkt angesprungen. Mal gucken, ob er das jetzt auch macht. Let's see, first try. Rollen während im Start. Ich versuche dich anzuschieben, komm. So. Das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Frage-Antwort-Video, wie es gerade anfängt. Das heißt Frage-Antwort-Video und Cookie zum Leben erwecken. Bisschen Gas, bisschen Gas. Nee, warte, 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 warte. Ah, oh, hättest du weitergemacht. Oh mein Gott! Okay, also, ein bisschen warten. Dann versuche ich das gleich nochmal. Wenn er gleich anspringt, dann auf gar keinen Fall aufmachen, damit der Akku ein bisschen laden kann. Dann läuft's. Hoffentlich. Tja. Wir versuchen es. Ich hab ja gesagt, lass das Auto kurz ein bisschen Batterie schnappen. Aber nein! Er hört nicht auf mich. That's usually not how it works. Erste Frage. Wann kommst du mal rum? Wenn er fertig ist, würde ich mal sagen. Diesmal werde ich versuchen, nach Erbach mit Kupi zu kommen. Stichwort versuchen. Versuchen, wenn das jetzt weiter so läuft. Bis dahin hole ich mir so eine Powerbank, denke ich mal, fürs Auto. Ich habe ja bald gewonnen. When will 420 be back? Nicht. Nein, nein, nein. Der Alpha kommt nicht zurück. Ich denke mal, dass mein ehemaliger Alpha gerade in so einem Stadion ist, dass ich mich heute Morgen mit ihm rasiert habe. Deswegen denke ich mal, der ist Schrott. Edu Engine in Little Malochwen. Also Kass. Quasi der Motor von Punto im Cookie. Aha. TÜV. Wo kann man ein Merch kaufen? Tatsächlich bei Redbubble. Die Seite sieht so aus. Nämlich, hier kann ich alle meine möglichen Designs hochladen und du kannst dir dann als Käufer auswählen, in welcher Farbe du das natürlich haben möchtest und ob du den Print vorn und hinten haben möchtest. Leider jetzt erstmal kann man das noch nicht auf beiden Seiten machen, aber es ist ein Anfang. Und durch den Erlös halt eben durch Redbubble kann ich tatsächlich Projekte wie zum Beispiel Cookie halt eben auch finanzieren.
vielleicht mal eben auch so eine Powerbank, was eigentlich ganz praktisch wäre. Das hilft mir auf jeden Fall mit dem Kanal, weil ich bin ja noch kein YouTube-Partner. Sprich, die Videos werden nicht ausgezahlt. Also wer mich persönlich unterstützen möchte, kann das gerne bei Redbubble tun. Und das ist auf jeden Fall eine Art und Weise, mir zu helfen. Thema Abonnenten. Über 80% dieser Zuschauer sind nicht abonniert. Shame on you. Das sollte man vielleicht ändern. Nur mal so als Denkanstoß. So, keine Frage, aber bist mein Lieblings-YouTuber. Dankeschön. Bist neu auf YouTube, kann das sein? Auf welchem Treffen sehen wir dich nächstes Jahr? Und machst du dann auch Aftermovies? Es hat mir wirklich Spaß gemacht, für jedes Treffen, wo ich war, auch ein Aftermovie zu machen. Und das denke ich mal, dass ich dieses Jahr auch so weiterführen würde. Beim Westerwald möchte ich mit dabei sein. Auf jeden Fall in Erbach mit dazu. Und vielleicht wird es wieder ein Italo-Forum geben. Kuhfelde steht in den Sternen, wann es stattfindet. Auf jeden Fall möchte ich dann auch mit Huggy vorbeikommen. 100%. Wenn er nicht so eine Bitch wäre. Ich bringe ihn dazu, keine Bitch zu sein, sagen wir mal so. Hoffe ich. Ja. Für dich. Hoffe ich auch für Cookie. Welche Felgen fährst du auf Cookie? You're gonna see it now. Wow! So pretty! Aber nein, ich habe noch andere Alufelgen da liegen. Keine Sorge, die bleiben nicht drauf. Welche Pläne hast du noch für Cookie? Wie steht es aktuell um Cookie? Gucken wir mal. Ah, ja, let's see. Das ist echt eine gute Frage. Beantwortet das deine Frage? So, when will Cookie be painted white? Maybe. Oh my God! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wann fangen wir mit meinem Project Car an? Wenn du den Führerschein hast. Die Frage ist übrigens von der Person gerade hinter der Kamera. Eine kleine Frage von mir an euch tatsächlich ist, hättet ihr Lust, mich, also uns zu begleiten bei meinem Project Car, beziehungsweise wenn ich jetzt mein erstes Auto hätte? Weil irgendwann mal in diesem Jahr will ich anfangen, endlich meinen Führerschein zu machen und hätte auf jeden Fall Bock, das zu dokumentieren. Und ich habe ja jemanden, der gute Videos macht, deswegen hättet ihr Lust drauf, schreibt es in die Kommentare. Es wird wahrscheinlich entweder ein Italiener oder ein Deutscher. Mal gucken. Evoli rebooted. Yes. Yes. Mach. Ist eine gute Wahl. So, dann haben wir jetzt mal die Fragen gestellt. Danke erstmal an Sarah. Hallo. Ja, wir machen uns jetzt mal in die City. Und dann später, auf dem Rückweg, kommen wir mit dem Punto her, geben die Stadthilfe. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Aufnahmen, wie wir ein bisschen rumfahren. Ne? Machen wir so. Ich glaube, der macht gar nicht mehr. Besser ist es. Gut, dann bis später. Kleines Update. Cookie startet auch nicht mit Starthilfe. Das heißt, wir müssen nochmal nachgucken, woran es wirklich liegt. Nervig, aber ich wollte jetzt eh Cookie das komplette Makeover geben. Dann kann ich mich ja auch nochmal damit befassen. Von daher. Nervig. Aber wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao.